Hallo und herzlich willkommen zum nächsten UH1 Tutorial. Wir schauen uns heute mal die Radios des UIs an, in welchen Frequenzbereichen man die einsetzen kann und machen auch ein paar praktische Übungen. Ich möchte darüber hinaus zwei Sachen aus dem letzten Tutorial nachschieben, nämlich zum einen, wie die Bedienung der Lichter funktioniert und zum anderen gab es da ja das Problem mit den Türen. Es war ein wenig laut und die Sachen möchte ich gleich erstmal nachschieben. Also die Türen für die Gunner hinten links oder rechts kann man mit den jeweiligen Sitzpositionen öffnen und schließen. Das heißt, wenn ich mich auf die 3 oder 4 setze, kann ich dann die Tür jeweils mit Alt 3 oder Alt 4 öffnen. Wir schauen uns das hier hinten mal an. Also die Tür geht auf und der Gunner nimmt das MG. Und mit Alt und 3 können wir dann die Tür auch wieder schließen. Und damit ist es natürlich hier drin auch um einiges leiser. Und wir haben heute auch ein bisschen Betrieb auf dem Flugplatz. Wir schauen uns das mal kurz an. Sitzen auch heute in einer Variante der US Marines. Ich glaube, letztens saßen wir in der weißen Variante der UNO. Und wie gesagt, als zweites Thema möchte ich euch zeigen, wie man die Lichter einschaltet. Also nicht nur außen, das hatte ja letztens schon funktioniert, sondern eben auch innen. Und wir schalten nichtsdestotrotz erstmal unsere Außenbeleuchtung ein. Also wir haben hier die Außenlichter, können wir uns aussuchen, sollen die blinken oder sollen die dauerhaft an sein. Ich bin für dauerhaft. Sollen die hell leuchten oder sollen die ein bisschen abgeschwächt sein? Da es draußen hell ist, lasse ich die mal auf Bright. Und Anti-Collision Lights, die schalten wir auch ein. Die Position Lights schalten wir auch auf voller Helligkeit. Und dann haben wir hier auf diesem Panel die Innenbeleuchtung. Jetzt weiß ich nicht, ob es letztens nicht funktioniert hatte, weil es noch eine andere Beta-Version war, oder ob ich die einfach nur nicht genug nach rechts gedreht habe. Wenn man hier auf jeden Fall mit dem Cursor drüber geht und am Mausrädchen dreht, kann man die Beleuchtung wirklich sehr hell einstellen, so dass man es eben auch bei Tageslicht sieht. Und sieht dann so aus. Also nicht ganz so krass wie in der A10, aber trotzdem sehr gemütlich. Und für die Radios setzen wir uns mal auf den Sitz meines Co-Piloten. Und wir fangen einfach mal mit dem VRF-Panel an. Also hier haben wir das VRF-Radio. Das deckt einen Frequenzbereich von 116 bis 149,975 MHz ab. Und das Ganze kann man mit diesen zwei Rädchen hier einstellen. Immer mit 0,25 Sprüngen. Und wir stehen hier auf Sakumi. Die Frequenz hier sind 129 MHz. Damit es funktioniert, müssen wir das Ding natürlich auch einschalten. Funktioniert auch mit diesem Knopf, einfach mit der rechten Maustaste auf Power schalten. Hier könnte man mit dem rechten Knopf oder dem linken Drehknopf die Lautstärke justieren. Und damit kann man zum Beispiel mit dem Tower kommunizieren. Dann haben wir hier das UHF-Radio. Das deckt einen Frequenzbereich von 225 bis 399,9 MHz ab und dient mit dem Mission Editor zusammen hauptsächlich dazu, dass wir mit anderen KI-Flugzeugen oder Kollegen kommunizieren können, in Verbindung mit TARS dann natürlich auch richtig. Und wir schalten hier den Drehregler von OFF auf TR, Transmit Receive, oder hier unten auf Transmit Receive plus Guard, also Guard-Frequenz, das ist die Notfrequenz.
und können auch hier mit diesen drei Drehreglern die Frequenz einstellen. Und da habe ich mir im Editor für meine anderen Helis 251 MHz eingeschaltet. Und passen auf, dass es eingeschaltet ist. Wir hören auch gerade schon die anderen Helis. Das sind die zwei Radios. Hier oben dieses Panel, das ist kein normales Radio-Panel fürs Kommunizieren, sondern zur Navigation, schauen wir uns bei einem der nächsten Tutorials genauer an. Und zurück auf meinem Pilotensitz haben wir dann hier noch das FM-Radio-Panel. Das deckt einen Frequenzbereich von 30 bis 75,95 MHz ab. Ich habe jetzt hier in dieser Mission leider nichts verbaut, was über FM kommuniziert. Aber ihr habt hier oben eben auch diese Drehregler und könnt euch damit eure Frequenz einstellen. FM, entsinne ich mich noch aus der A10, eignet sich sehr gut zur Kommunikation mit irgendwelchen Bodeneinheiten, weil man dort über die Advanced Trigger in Mission Editor bzw. die Advanced Options sehr einfach die Frequenzen festlegen kann. Und auch den müssen wir natürlich von off auf Transmit Receive schalten, damit das Ganze funktioniert. Okay, so, die zwei Cobras sind schon weg. Den wollte ich eigentlich noch ein wenig zuhören. Wir schauen mal, wo die sind. Oh, wir haben schon ein gutes Stück Strecke zurückgelegt. Macht aber nichts. Und wir haben zusätzlich zur Innenbeleuchtung und der normalen Außenbeleuchtung auch noch ein sogenanntes Landing Light. Das ist vorne in der Bugmitte versteckt. Ich zeige euch das auch gleich. Das kann man hier am Kollektiv ein- und ausschalten. Das hilft, um bei Nachtlandungen ja, einfach den Landeplatz ein bisschen besser auszuleuchten. So, schauen wir uns einmal die Beleuchtung von außen an. So, da vorne unten ist dieses Landing Light. Brauchen wir aber jetzt nicht. So. Damit wir die Radios überhaupt erst verwenden können, brauchen wir ein viertes Panel, nämlich das Radioverteiler-Panel. Das ist das hier. Mit dem können wir auch nochmal eine Lautstärke festlegen. Und wir haben hier oben, ja, man kann sagen, die Signalwege, die alle eingeschaltet sein müssen. Und hier mit diesem Drehschalter bestimmen wir, welches Radio wir verwenden. Die Einstellung PVT steht für Private. Das ist eine Art Hotline, um mit anderen Crewmitgliedern innerhalb des Helis zu kommunizieren. Das heißt, wenn später mal im Multiplayer jeder auf einer Position sitzt und man TARS verwenden kann, dann könne man, ohne dass es jemand außerhalb des Helikopters hört, auf dem PVT-Channel miteinander kommunizieren. Dann haben wir noch den Interphone-Channel. Den kennt ihr sicherlich aus dem Blackhawk oder aus der A10. Der ist dafür gedacht, damit man mit der Crown Crew sprechen kann, das heißt zum Nachtanken oder aufmunizieren. Was man da beachten muss, man muss natürlich wie bei den anderen Modulen auch die Cockpit-Tür öffnen, ansonsten wird man nicht gehört. Auf 1 können wir das FM-Radio verwenden, mit der Taste 2 oder mit der Einstellung 2 verwenden wir das UHF-Radio, also wenn wir mit anderen Kollegen oder ER-Assets kommunizieren wollen. Und auf Einstellung 3 können wir das VRF-Panel oder Radio benutzen, das heißt Einstellung 3 ist für den Tower gedacht. Die 4 ist auch nochmal so eine Art Backup-Kommunikation für das FM-Panel. So, bevor wir beim Tower anfragen, schalten wir einmal auf Interphone, machen gleich die Türen auf und lassen uns einmal bewaffnen.
So, da sind auch schon unsere Rocket Pods. Da können wir die Tür auch wieder zumachen. Rearming complete. So, hat also sehr gut funktioniert. Und dann gehen wir mal wieder auf den Pilotensitz. Und zum Thema Kommunikation gibt es aktuell in der Beta noch etwas zu beachten. Es gibt zwei Knöpfe, mit denen man kommunizieren kann. Einmal ist es nur die Raute-Taste und einmal ist es Alt-GR-Raute-Taste. Die Kombination Alt-GR und Raute-Taste ist in den Optionen als Pilot Radio Trigger Switch verzeichnet. Und da gibt es aktuell noch die Herausforderung, dass man, wenn man nur die Raute-Taste verwendet, zwar am Boden kommunizieren kann, aber im Flug nicht mehr. Und mit der Kombination Alt-GR und Raute, also mit dem Pilot-Trigger-Switch, kann man aktuell auch in der Luft kommunizieren. Das heißt, ich verwende aktuell die Kombination Alt-GR und Raute. Dann funktioniert es auch, was allerdings derzeit noch ein bisschen verbuggt ist, sind die Soundausgaben. Hin und wieder kommt es vor, dass man entweder seine eigene Pilotenstimme nicht hört, dafür aber den Tower, oder es ist umgedreht, man hört seine eigene Pilotenstimme, aber den Tower nicht. So, das war die falsche Taste. Und auch das möchte ich euch natürlich einmal zeigen. Also wir haben jetzt schon auf die 3 umgeschaltet, kommunizieren jetzt also über das VRF Radio, und jetzt können wir auch hier wieder unser Radiomenü einschalten, wählen F5 für ATC, Tsukumi, und fragen als erstes nach dem Probercheck. So, wir hören uns nicht. Aber wir hören den Tower und das genügt uns. So, dann machen wir einmal einen Hovercheck. Okay, funktioniert. Und dann holen wir uns die Erlaubnis fürs Taxi. Tsukumi, in field, 1-1, request taxi to runway. Und auch das funktioniert. So, eine kleine Platzrunde, und wir fragen mal nach der Landeerlaubnis. Tsukumi, in field, 1-1, inbound. So, angemeldet beim Tower. Okay, und da hier gerade sonst nichts los ist, holen wir uns auch gleich die Landeerlaubnis an. Tsukumi, in field, 1-1, request landing. Ja, das scheint auch noch nicht zu funktionieren. Aber wir haben ja unsere Erlaubnis bekommen. Drehen also ein.
So, also ihr seht, so ganz sicher bin ich beim Übergang von dem Transitional Lift in den Overflight noch nicht. Brauchst noch ein paar Flugstunden. Aber solange hier kein Absturz fabriziert wird, bin ich doch recht zufrieden. Heute mit dem Einparken funktioniert. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen, was die Radios angeht. Das war, wie gesagt, nur ein Teil. Ein zweiter Teil zu den Radios folgt, wenn ich mich mit der Navigation noch ein bisschen auseinandergesetzt habe und wenn ich eine passende Mission dazu habe, wo man auch ein bisschen mehr kommunizieren kann, dann eventuell auch wieder mit einem anderen Piloten. Vielleicht meldet sich auch einfach jemand von euch bei mir, dann könnte man zusammen mal was auf die Beine stellen und ja, zusammen eine Trainingsmission fliegen. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.